Hallo und herzlich willkommen heute mal mit einem Audioformat. Ihr kennt mich als Dread Fury, aber heute will ich meinen Klarnamen geben: Herkules. Nein, natürlich Julian und habe einen Gesprächspartner heute dabei. Hallo Johannes. Hallo. So, wir wollen heute mal den etwas anderen Jahresrückblicks Podcast machen, nämlich nicht sagen, welche Spiele wir 2016 am tollsten fanden, sondern uns darüber ärgern, wie viele tolle Spiele wir nicht gespielt haben, die im Jahr 2016 erschienen sind. Ich bin zwar selbst relativ zufrieden mit meinem Volumen der frisch erschienenen Spiele, die ich gespielt habe, aber... Angeber. Ja, aber es ist ja vor 2 Wochen Steam-Statistik rausgekommen, dass im Jahr 2016 38%, also fast 40%, aller Spiele, die auf Steam zur Verfügung sind, zum Download erschienen sind. Also kann man ja bei weitem nicht alles gespielt haben. Wie sieht's bei dir aus, Johannes? Hast du viel gespielt 2016 von frischen Spielen? Jedenfalls nicht so viel, wie ich gekauft habe. Ah, immerhin. Aber es geht eigentlich. Also in der ersten Hälfte relativ viel und dann Richtung Sommer, Herbst wurde es ziemlich dünn. Aber ich glaube am Anfang, also ich bin nicht ganz sicher, aber vom Gefühl habe ich in der ersten Jahreshälfte ein paar frische Sachen gespielt. Okay. Wie das Ganze hier ablaufen soll, ist wie folgt. Wir haben beide hier die Referenzseite wikipedia.org auf mit der Spieleliste. Da werden wir uns so ein bisschen durchhangeln. Jeder wählt sich im Wechsel immer einen Titel, den er besprechenswert findet, den er nicht gespielt hat. Und der Gegenüber sagt dann, ob er den gespielt hat oder nicht. Und dann reden wir ein bisschen drüber, ob wir den vielleicht noch spielen wollen, wie das Medienecho dazu war und so weiter und so fort. Und am Ende wollen wir dann als Ergebnis jeder uns so 3 Spiele auswählen, von denen wir sagen, ja Mensch, die haben wir noch nicht gespielt, so ein Ärger, die sind aber wahrscheinlich so gut, dass wir sie unbedingt zumindest in diesem Jahr 2017 jetzt spielen wollen. Gut, dann fangen wir mal an. Ich fange an mit dem ersten Titel, das ist zufällig auch in der Liste, die wir haben, der Titel, der als erstes offensichtlich dieses Jahr 2016 erschienen ist, Pony Island. Johannes, was fällt dir denn zu Pony Island ein? Dazu fällt mir ein, dass ich gestern bei jemandem saß und der gesagt hat, da kann ich dir leider nicht sagen, was das ist, das musst du selber erleben, das ist irgendwie was ganz Besonderes. Da habe ich gedacht, aha, okay, ist nicht irgendwas mit hübschen bunten Pferdchen und irgendwie Pflanzen und irgendwelchen, muss irgendwas, weiß ich nicht, sein, wie dieses Metagame, was man da letztes Jahr oder vorletztes Jahr hatte. Ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt. Ich vergesse alles. Also jedenfalls eins mit so einem Aha-Erlebnis. Sowas, du denkst wahrscheinlich an Stanley Parable genau, vielleicht, ja, oder? Genau, ja, genau. Ja, mir geht's da ähnlich. Ich habe mir das jetzt aber im Sale gekauft schon. Das heißt, ich bin ready to go quasi. Das ist also wirklich so ein Metagame und alle, die davon reden, sagen, man muss es selbst erlebt haben. Insofern, ja, bleibt eigentlich nicht viel weiter dazu zu sagen, außer, dass es ein Spiel ist, was ich mit Sicherheit demnächst auch mal mir angucken werde. Klingt so, als würde ich das auch tun. Ja. Sehr schön. Da sind wir uns ja einig. Deine erste Wahl von der tollen Liste. Ja, das ist ganz klar Darkest Dungeon. Darkest Dungeon. Sagst du mir noch das Datum, damit ich... Das ist der 19. Januar. Alles klar. Ja. Darkest Dungeon. Achso, ja, ich sage ja zuerst was dazu. Genau, Darkest Dungeon hat mich total auch angesprochen. Quasi Roguelike, Rundentaktik in so einem Dark Souligen Setting, aber 2D-Side-Scroller. Das hat immer bei mir, jetzt ist ja jetzt schon fast ein Jahr her, ist bei mir das Interesse immer ein bisschen zurückgegangen, komischerweise. Und ich glaube, das liegt daran, dass ich gerade so ein bisschen, ich habe gerade hier Invisible Ink so ein bisschen angespielt und mag eigentlich so Rundentaktik total gern, aber merke halt auch, wie ich mich selber damit fertig mache, weil ich immer so am Perfektionieren halt bin. Das ist ja das Geile, das ist ja auch das Schöne an der Rundentaktik. Ja, ist es zum einen, aber zum anderen
fühlt man dann sich, die Erfolgserlebnisse treten so schwer ein. Ja, man hat eine Mission geschafft und denkt sich, aber jetzt schleppe ich hier diesen Malus, weil so, der holt mich irgendwann ein in Mission 16, hätte ich da von Anfang an irgendwie, wäre ich da besser gewesen, wäre ich jetzt besser geupgradet gewesen und sonst was. Aber ja, was fällt dir denn dazu ein noch? Ja, ich habe das Wesentliche, was du eigentlich schon gesagt hast, also für mich entscheidend ist, es ist halt ein Rundentaktikspiel. Die sind ja, ehrlich gesagt, mittlerweile doch eher dünn gesät. Dann wird das so überhäuft damit, dass es das wunderbar bedient und gleichzeitig irgendwie natürlich diese Roguelike-Geschichte noch mit abfrühstückt. Und das finde ich ja auch mal ganz spannend. Ich habe bisher gesehen, wie zwar noch kein Roguelike gefunden, was mir gefallen hat. Aber würde ich halt trotzdem mal. Also ich hoffe da immer noch drauf. Irgendwie klingt das Genre so, als wäre es was für mich. Ich mag das aber dann, glaube ich, oft nicht mit den Action-Elementen und dann die Kombination aus Rundenkampf und Roguelike und dass er einfach so viel gefeiert wird. Also es wurde ja auch schon irgendwie in der Early Access Phase ziemlich doll gefeiert. Macht mich halt neugierig. Ja. Ich glaube. Achso, ja, wir wollen ja mal sagen, ob wir es spielen werden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich es 2017 nicht spielen werde, aber grundsätzlich trotzdem nicht abgeneigt bin. So, ich gehe nochmal jetzt zurück in der Liste zum 12. Januar 2016. That Dragon Cancer. Johannes, hast du davon schon mal was gehört? Never ever. Sagt mir überhaupt nichts. Hochinteressant. Dieses Spiel hat unter anderem mehrere Preise dieses Jahr gewonnen, letztes Jahr gewonnen, 2016. Das ist von einem Vater, dessen Sohn an Krebs gestorben ist, selbst programmiert, eine Ein-Mann-Programmierung. Dementsprechend ein Spiel mit einem sehr traurigen und furchtbaren Thema, nämlich der Tod seines Sohns, verarbeitet in Videospielform, aber muss wohl unglaublich mitreißend sein und ist ein Kandidat, den ich mir wirklich gern angucken möchte, sobald es geht. Ja, das klingt natürlich super. Also, hab's mir gerade auf meine Wishlist gesetzt. Wunderbar. Das, ja, also ein Titel, ein Spiel, was so ein ernstes Thema irgendwie einem nahegehend verarbeitet, ist ja eher selten. Ist man ja sowieso dann per se schon neugierig, wenn das Medium mal in irgendwelche ernsten Regionen abdriftet. Ja, sehe ich genauso. Ich finde, Pony Island geht auch so ein bisschen in die Richtung, naja, so ein bisschen halt Spiele, die was Neues probieren einfach. Das ist irgendwie immer nett und da guckt man dann gern mal rein, um vom Einheitsbrei und AAA ein bisschen Frische zu bekommen. So, dein nächster Titel. Ja, mal gucken, was ich hier wieder alles hier an spannenden Dingen übersehe. Finde ich gar nicht, das ist ganz schön viel. Ich muss das mal gucken, wer es kommt denn. Das passt mir alles auch nicht. Ach so, ja doch, da ist eins. Ist zwar auch wieder kein Geheimtipp, aber vielleicht so ein halber. Für dich ist das eigentlich auch was. Du spielst hier auf jeden Fall. Assassin's Creed Chronicles Russia. Werde ich mir angucken. Genau, Russia. Da hast du sogar schon übersehen, dass im Januar bereits Assassin's Creed Chronicles India rausgekommen ist. Nee, habe ich nicht übersehen. Habe ich nicht übersehen. Ist tatsächlich, also wenn ich eins von den dreien spiele, dann ist es Russia. Okay, kannst du gleich nochmal sagen, warum? Ich sag erstmal, dass ich natürlich China gespielt habe, den ersten Teil dieser, wie heißt unser gutes Ninja-Spiel? Mark of the Ninja, dieses Mark of the Ninja-esken Sidescrollers und war damit hochzufrieden, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das einzige Problem daran ist, und das war auch so ein bisschen für mich das Problem an der an dem Erscheinen dieser Trilogie, dass man die eben nicht hintereinander wegspielen kann. Also wenn man so eins gespielt hat, dann hat man auch erstmal genug davon, finde ich. Also das fand ich halt ein bisschen dämlich, dass sie also im Januar India und im Februar Russia rausbringen und also das ist so ein bisschen die einzige Kritik, die ich daran habe. Ansonsten, wenn man die für sich betrachtet, sind sie sehr spaßig. Warum Russia?
Naja, für mich ist das eigentlich primär das Szenario, was ich spannend finde. Also ich finde es immer, ich bin eh so ein kleiner History-Fan und wenn es dann um neuere Geschichte geht, finde ich das besonders spannend. Und das ist halt auch so ein Ding, wo ich mich bei vielen Spielen darüber ärgere, dass sie halt immer die gleichen Szenarien nehmen und wenn es historische Szenarien sind, auch immer die gleichen, also gefühlt immer Zweiter Weltkrieg, Mittelalter oder das alte Rom, manchmal ein bisschen Antike und so kleine Nebengeschichten, die jetzt nicht jeder total primär immer als Thema für sich auf der Landkarte hat, also wie zum Beispiel jetzt da Russische Revolution, sowas finde ich ja total spannend. Also ich habe mir auch schon mal ein Assassin's Creed im Ersten Weltkrieg eigentlich gewünscht. Und das ist ja so die Zeit, ist dann zwar nur diese 2D-Geschichte, aber so allein das Szenario, das finde ich dann halt total interessant zu gucken, wie sie das umgesetzt haben. Und das bei Assassin's Creed, das so ein bisschen mit Liebe zur historischen Verquickung passiert, kennt man ja zumindest aus der Hauptserie. Ob das jetzt bei denen auch so ist, keine Ahnung, aber würde ich mir mal anschauen. Ansonsten ist es so, hätte ich mir das wahrscheinlich nicht angeguckt. Also, weil ich habe eigentlich nur eine gute Stimme zu den Spielen gehört und die war deine. Ansonsten habe ich immer eher so gehört, naja, nicht so ganz rund und ein bisschen anstrengend. Und also da so 2D-Plattformer jetzt eh nicht mein Primärgenre sind, hätte ich mir da wahrscheinlich dann doch nochmal andere eher rausgepickt. Aber ob ich das nächstes Jahr spielen werde, weiß ich auch nicht. Also, nicht unbedingt wahrscheinlich. Also es ist jetzt nicht super dringend, ist ja auch nichts, was jetzt irgendwie super schnell altert, nehme ich mal an, so ein 2D-Ding kann man immer noch mal irgendwann spielen. Ja, geht mir auch so, da weiß ich auch noch nicht, ob ich jetzt den nicht spielen werde. Die sind regelmäßig für jeweils 5 Euro zu haben in den Sales und ja, irgendwann, wenn man gerade Bock drauf hat, nimmt man es halt mit oder dann eben nicht. Gute Spiele, das Einzige ist eben lustigerweise wie in der Hauptserie das sehr schlechte Kampfsystem, was komischerweise da überhaupt integriert ist, was gar nicht hätte sein müssen in diesem Schleichspiel, das ist halt Gleiche, integriert, oder wie? Kann man nicht nutzen. Nee, ist nicht das Gleiche, aber es ist eins, was genauso wenig gut funktioniert. Also noch schlechter wahrscheinlich als mittlerweile in der Hauptserie. Das hat sich ja dann doch ganz schön verbessert, auch in der Hauptserie mittlerweile. Genau. Ja, also ansonsten ist es halt ein Spiel zum Schleichen und es war unnötig, dort ein Kampfsystem reinzumachen, aber na gut, man spielt halt einen Assassin und wahrscheinlich deswegen wollten sie auch ein bisschen das im Meucheln oder so mit drin haben. Keine Ahnung. Ja. Ich bleibe im Januar. Da ist wirklich viel erschienen und das ist auch noch viel, was ich ansprechen will. Als nächstes Dragon's Dogma Dark Arisen. Johannes, hast du ja das schon mal gehört? Das habe ich gespielt. Ha, tatsächlich. Guck mal an. Aber nicht dieses Jahr. Richtig, denn ich muss dazu sagen, es handelt sich hier auch um den PC-Release. Das ist nämlich ein, ich glaube, von 2012 oder so erschienenes Xbox 360 und PS3-Spiel. Johannes, sollte ich das denn spielen? Ich würde sagen, nein. Eher nicht. Also, ich habe da, glaube ich, 10 Stunden oder so. Oder, nein, vielleicht waren es auch nur 8 oder 7. Aber ich habe schon relativ lange die PS3-Version angespielt. Obwohl, doch, das war sogar dieses Jahr, Anfang des Jahres. Und ich bin da irgendwie nicht mit warm geworden. Obwohl das so ganz viele Eigenschaften hat, die für mich eigentlich das Nonplusultra sind. Offene Welt, spannendes Rollenspiel mit Leveln und Looten und ein paar nette eigene Ideen. Aber irgendwie hat es nicht gezündet. Also super generisches Fantasy-Setting. Gar nicht so generische Handlung, die ist eigentlich ziemlich abgefahren. Und es gibt auch ein paar sehr spannende Spielmechaniken mit so Begleitern, die man ausbilden kann und untereinander teilen kann im Netz, so über so ein ähnlich anonymes System wie bei Dark Souls. Und eben, dass man relativ große Gegner hat, die man so besteigen muss quasi. Also auf die man so quasi raufklettern kann, um dann irgendwelche Weak-Spots zu treffen und so. Und das ist an sich super spannend, hat sich aber in der Version, die ich gespielt habe, da auf der PS3, alles irgendwie etwas hölzern und unrund angefühlt, also meilenweit entfernt von so einem, also dieses Klettern auf den Gegnern ist sowieso zum Beispiel meilenweit entfernt von so einem Shadow of the Colossus, was ich in der Zeit da auch gespielt habe. Und alles andere, dieses reine Rollenspiel, dieses reine Open-World-Rollenspiel, habe ich so das Gefühl, machen andere mittlerweile besser. Also bevor ich irgendwie
das spiele und dann vor dem Bus renne und nie Witcher 3 spiele, spiele ich lieber erstmal Witcher 3, glaube ich. Und auch die alten Witcher dann eher noch so, aber kann man sich auf jeden Fall, wenn man so ein ganz großer Freund des Genres ist und diese riesig langen Rollenspiele alle spielt, wie ich ja weiß, dass das bei dir der Fall ist, haha, dann kann man sich das angucken, sonst sollte man das, glaube ich, eher lassen. Okay, also ja, ich habe es eigentlich jetzt auch nur erwähnt, weil ich das jetzt in den, man liest ja diese ganzen Game of the Year Listen von allen möglichen Seiten und da war es halt etliche Male genannt worden von verschiedenen Leuten. Aber ja, wahrscheinlich ist es dann eben für Genre-Fans wahrscheinlich sehr gut und für alle, die ab und zu mal das Genre spielen, gibt es dann eben bessere Sachen. So. Gut, dann dein nächster Titel, bitte. Ja, ich sehe, ich habe auch noch ein paar übersehen jetzt im Eifer des Gefechts. Ich könnte jetzt ganz knapp Oxenfree sagen, aber es ist eigentlich Quatsch, weil ich letzten Endes das nur nennen würde, weil es eine Empfehlung von dir war und ich das auch schon habe, aber mehr kann ich dazu nicht sagen. Deswegen gehe ich mal, was hatte ich eben noch? Jetzt suche ich schon wieder. Kein ganz, Problem. Ganz wichtig, XCOM 2. Natürlich. Also, XCOM 2. Genau. 5. Februar, ja. Genau. Ja gut, dann XCOM 2 ist natürlich auch kein Geheimtipp, sondern sehr bekannt. Ich kann kurz dazu sagen, dass ich 2017 auf jeden Fall nicht spielen werde, weil ich XCOM 1 erst spielen muss. Und ich glaube, zwei dieser Titel in einem Jahr sind eher unrealistisch, weil es auch solche 50 Stunden plus Dinger sind. Ansonsten habe ich eigentlich nur gehört, dass Teil 2 ein bisschen schwieriger ist als Teil 1, aber eine solide Fortsetzung. Ja. Und du? Ich habe erstaunlicherweise tatsächlich als großer Fan des Genres, was quasi ja nie bedient wird, Teil 1 auch nicht gespielt, schiebt das irgendwie ewig vor mir her und will das eigentlich immer und weiß eigentlich genau, wenn ich damit anfange, höre ich damit gar nicht mehr auf. Das wird eigentlich mir super gefallen. Aktuell habe ich sogar gerade überlegt, ob ich das in meinem nächsten Urlaub mir nochmal für meinen nächsten Urlaub für die Vita kaufe und da dann drauf spiele, obwohl ich das schon ewig hier in meinem PC-Backlog vor sich hin modert. Deswegen ist es auch extrem unwahrscheinlich, dass ich Teil 2 spiele nächstes Jahr. Aber ich werde es auf jeden Fall spielen irgendwann, da gehe ich stark von aus. Dafür mag ich solche Spiele zu sehr. Und ja, also ich meine, gut, was du jetzt meinst, ob man jetzt tatsächlich Teil 1 gespielt haben muss für Teil 2, also höchstens, wenn man es sowieso schon hat und das nicht umsonst gekauft haben will, so wie es bei mir quasi ist, aber ich glaube normalerweise, solche Spiele kann man ja auch einfach eins aus der Serie rauspicken, ist ja nicht anders als bei einem Civilization oder so, da gibt es ja nicht groß Story oder irgendwas, was irgendwie auf den Teilen aufbaut. Ja, da hast du natürlich recht, ich meinte das nur auch vor dem Hintergrund, dass ich es Teil 1 auch schon besitze. Deswegen würde ich mir jetzt Teil 2 nicht kaufen. Genau, Geld verschwenden wollen wir nicht, finde ich auch. Genau. So, dann, ich bleib noch eine Weile im Januar. eigentlich, ich hoffe fast ja schon, dass jetzt 2017 Januar, dass es, weiß gar nicht, ob es auch so ein krasser Monat wird. Aber es wird auf jeden Fall wieder ein krasser Monat, denn wie jedes Jahr im Januar kommt natürlich ein Resident Evil raus. Diesmal sogar ein sehr neues. Letztes Jahr Resident Evil Zero HD Remaster. Und das muss ich unbedingt trotzdem mal ansprechen. Möchtest du dazu noch was sagen, Johannes? Ich überlege gerade, ob ich überhaupt weiß, was das ist. Ich glaube nicht. Also ich meine, ich habe zwar auch viele Teile gespielt, aber Zero sagt mir gar nichts. Okay, dann sag ich nur mal was dazu. Also es ist, es wurde 2015 kam ja das erste Resident Evil in diesem HD Remaster bereits raus auf den neuen Konsolen. Und jetzt kam dieser Teil Zero raus und meiner Meinung nach ist Zero erschienen entweder nach Resident Evil 2 oder nach Resident Evil 3. Das kann ich nicht genau sagen. Jedenfalls ist es so eine Art Vorgeschichte und ist genauso wie der erste Teil meiner Meinung nach ein Remaster der bereits geremasterten GameCube-Version, also wie das beim ersten Teil auch war. Und ich will es auf jeden Fall demnächst spielen. Ich habe es mir auch schon gekauft letztes Jahr und war ja von dem ersten Remaster sehr begeistert und werde sicherlich von diesem genauso begeistert sein. Und dann vielleicht, es könnte nämlich sogar sein, dass es das erste Spiel sein wird, das ich 2017 spiele und dann direkt, um dann direkt in Resident Evil 7 rein zu stolpern, mal sehen. Aber ja, darauf habe ich sehr viel Lust und
Schon Ewigkeiten quasi schiebe ich das ein bisschen vor mir her, denn es sind ja trotzdem immer relativ große Klopper. Aber ja, also ich kann nur hoffen, dass diese Remaster-Serie da sozusagen parallel zu neuen Spielen von Capcom. Wann war es Capcom? Ja, Capcom ist glaube ich richtig. Dass sie da parallel schön weitergeht, dass sie dann auch schön Resident Evil 2 remastern und alle die Titel, die ich noch nicht gespielt habe. Denn das ist auf jeden Fall eine hervorragende Art, die nachzuholen. Aber willst du die dann echt alle spielen? Selbst das schlimme Resident Evil 3, was kein Mensch braucht? Ja. Nee, wahrscheinlich, also muss ja nicht, aber zu Zero habe ich positive Sachen gehört und zu 2 hast du, glaube ich, mir positive Sachen gesagt. Ja, ich Ja. glaube, 2 gilt von den Alten eigentlich als das Beste, glaube ich. So, was ich so gehört habe, das feiern schon ziemlich viele Leute. Das Beste ist natürlich, also insgesamt zu sagen, wenn man alles 4, kann ich auch mitgehen, aber von den ganz Alten ist das 2er, glaube ich, das Rundeste. Ist auf jeden Fall besser als das Dritte. Ja. Ja, naja, dann viel Spaß beim Serienkomplettieren. Naja, wie gesagt, auf jeden Fall den Teil. Mal sehen. Resident Evil ist mir interessanterweise die Serie, die mir in den letzten Jahren am meisten ans Herz gewachsen ist. Irgendwie. Ja, ich hatte halt nie also als Kind oder als dies eben rauskam, irgendwie überhaupt keinen Kontakt dazu. Aber mittlerweile weiß ich irgendwie, diese Mischung aus geilem Gameplay und trashiger Erzählung sehr zu schätzen. Ja, so. Weiter, Johannes. Bei mir ist der nächste Titel Firewatch. Oh ja, Firewatch. Genau, Firewatch ist auf jeden Fall auch ein Titel, den ich sehr gerne spielen will und eigentlich nur meine schottischen Urahnen mich davon zurückhalten, die 14 Euro endlich mal auf den Tisch zu legen. Und eigentlich ist das Spiel wirklich nicht teuer, aber man giert dann doch immer auf den 10 € Price Tag. Ansonsten, ja, habe ich absolut Lust drauf. Und ich glaube, es ist auch ein Spiel, das man, eins der Spiele, das man sehr gut mit seiner nicht so spieleraffinen Freundin auf der Couch spielen kann. Oh, das merke ich mir mal. Ja, ich werde es vielleicht sogar nächstes Jahr spielen, kann gut sein, je nachdem, ob ich es auch mal irgendwo günstig schieße oder in einem Humble Bundle oder irgendwas. Was sehr dafür spricht, ist, dass es so kurz ist. Kurz ist Na. immer gut zwischendurch, damit man am Ende des Jahres irgendwie noch eine kleine Liste von Spielen vorweisen kann, über die man sprechen Genau, kurz ist gut und wie gesagt, als Thematik hat es ja so ein kann. bisschen das Techtelmechtel zwischen einem Feuerwächter halt und einer Frau übers Telefon, viel mehr weiß ich auch nicht. Und das ist wohl eben deswegen auch sehr frauentauglich, um es mal so zu sagen. Bisschen mit Klischee verarbeiten hier. Gut, aber ja, kann man sich zumindest drüber unterhalten dann. Ja, das war gut. So, letzter Titel aus dem Januar, dann habe ich den auch noch abgearbeitet. 26. Januar. Nee, Quatsch. The Witness natürlich. The Witness. Johannes, was fällt dir zu The Witness ein? Ja, wusste ich schon mal. Hab ich vergessen. Muss ich gleich mal googeln. Gut, dann sage ich dir was dazu. Das ist von dem Macher von Braid. Und ich habe Braid selber nicht gespielt, aber es gilt als eines der intelligentesten Rätselplattformer der Geschichte der Spiele. Naja, so krass vielleicht nicht, aber schon ein Spiel, das sehr viel Spaß macht, sehr intelligent gebaute Rätsel und so weiter. Und The Witness hat die gleichen Rätsel, nur eben in so einer Art, ja, so ein bisschen wie Talos Principle. Also man läuft durch eine Welt und an allen Ecken sind Rätsel. Sehr schöner Artstyle. Und auch eben ein Spiel, was man gut zu zweit spielen kann. Couch-Koop, wie auch immer. Also nicht direkt Couch-Koop, aber dass einer halt mit dabei ist und dass man zusammen die Rätsel löst. Denn die sollen wohl recht komplex und schwer dann auch mit der Zeit werden. Aber gleichzeitig eben auch ein Hochgefühl auslösen, wenn man die dann sozusagen gelöst hat. Und ja, ich habe da auf jeden Fall sehr viel Lust drauf. Ja, das habe ich mir gerade nochmal angeschaut. Ist schon längst auf meiner Wishlist. Habe ich also irgendwann schon mal zur Kenntnis genommen. Sieht super aus. Auch so wirklich für Art Design und so. Toll. Hübsch, eigener Stil. Ja.
Aber ob ich da nächstes Jahr zukomme, keine Ahnung. Das ist immer die Sache. So, dann dein nächster Titel aus Februar wahrscheinlich noch. Ja, dann wäre da der nächste Teil Valkyria Chronicles Remaster. Ja. Ich weiß gar nicht. Also das ist so mehr so ein halb zulässiger Titel, würde ich sagen, weil auf Steam gibt es den ja schon wesentlich länger. Ach echt? Das ist stimmt. Halt der. Das PS4 steht hier jetzt. Das ist ne? der stimmt. PlayStation 4 Release letztes Jahr gewesen. Aber gut, trotzdem können wir kurz ansprechen, warum nicht? Ich will das, ich habe schon gekauft, schon länger, schon Ewigkeiten eigentlich gekauft. Das ist eben auch Rundentaktik und im Ersten Weltkrieg, richtig? Ja, ich glaube, es ist fiktiv, ehrlich gesagt. Ja, okay, es ist fiktiv, aber ich glaube, es ist so ein Erstes Weltkriegs Frankreich. Also ästhetisch ist das halt so da angelehnt auf jeden Fall, ja. Das so habe ich verstanden. Ja. Also habe ich auf jeden Fall. Werde ich auf jeden Fall auch spielen. Ob demnächst oder nicht, weiß ich noch nicht, aber es ist ja so ein, fast schon so ein All-Time-Classic. Ja, also für mich ist da wieder das Szenario. Normalerweise bei JRPGs werde ich immer ein bisschen nervös. Also eigentlich will ich sie schon seit Ewigkeiten toll finden, aber scheitere auch eigentlich seit Ewigkeiten immer wieder an den Versuchen, die toll zu finden. Der letzte bittere war Ni no Kuni, wo ich irgendwie das ganze auch das Design und Setting alles spannend fand, weil es was ganz Eigenes, Neues war. Wo ich aber in der reinen Spielmechanik vor Langeweile gestorben bin. Und der nächste Versuch wird das hier sein. Mal gucken, wie es da ist. Da ist auch wieder diese Mischung aus Erster Weltkrieg und Anime, finde ich irgendwie interessant. Das habe ich so auch noch nicht gesehen. Und das könnte was sein. Mal gucken. Aber ab nächstes Jahr. Ist ja wieder so Comic-Grafik, die altert ja nicht so schnell. Die kann man auch noch ein bisschen im Käsekeller vor sich hin modern lassen. Mal gucken. Möge es gut modern. Ja, schlechter wird es auf jeden Fall nicht, denke ich auch. Mein nächster Titel, ich vermute, du hast noch nichts davon gehört, deswegen freue ich mich schon auf deine erste Reaktion. 9. Februar, Lovers in a Dangerous Space-Time. Nee. Sagt mir nichts. Nee. Fantastisch, dann kann ich ja gleich weiter labern. Es ist wahrscheinlich eins der besten Koop-Spiele überhaupt, zumindest Couch-Koop. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob es auch Online-Koop hat. Ich kenne nicht so viel davon bisher, aber ich weiß, alle, die davon reden, dass es ein unglaublicher Koop-Spaß sein muss. Man ist im Prinzip, es ist so ein bisschen, viele nennen es auch den Millennium Falcon Simulator. Ja, also du bist in so einem. Das sieht schon geil aus. Du bist in so einem Raumschiff unterwegs, was halt so ähnlich eben wie der Millennium Falcon. Ja, hast halt einen Geschützturm, hast halt ein Steuer, hast halt, was weiß ich, was da alles ist, eine Küche, keine Ahnung. Und musst halt mit deinem Koop-Buddy da durchs All und dann musst du auf Gegner schießen, die kommen, der andere muss halt dabei lenken und das ist ein unglaubliches Chaos. Du musst dann die Plätze tauschen und weiß der Geier, aber es muss unglaublich viel Spaß machen. Und deswegen ist es auf jeden Fall eine Sache, die ich total gerne eben mal im Koop ausprobieren will. Das muss schon wirklich, ja, großer Spaß sein. Es sieht halt so ein bisschen bonbonmäßig aus und deswegen hat es, glaube ich, auch, ja, schlägt halt so eine spezielle Kerbe. Ich denke mal, eben hätten sie es tatsächlich in so einem ernsteren Setting gemacht, dann hätte es wahrscheinlich mehr Leute angesprochen, so, weil das Gameplay halt so gut sein soll. Ja, aber gut, so kann man. Ja, sieht eigentlich aus wie so ein Action-FTL in für mehrere Spieler. Sieht eigentlich total super aus. Ja, ja, stimmt. So ein bisschen FTL-mäßig, die Optik, ja, stimmt. Ja. Also kann ich dich dafür gewinnen, Johannes, ja. Ja, da bin ich auf jeden Fall dabei. Sieht stark aus. Ich glaube, es wurde sogar kürzlich ein Vierspieler-Koop noch hinzugefügt. Ja, genau. Insofern, ja. Können wir mal von der großen Glotze veranstalten. Genau. So, du bist dran. Ja, ach, darüber können wir mal reden. Far Cry Primal. Ah, Far Cry Primal. Kann ich dir relativ schnell sagen,
dass ich das nicht spielen werde. und zwar, es gilt ja als das Spiel, das Ubisoft zum Nachdenken gebracht hat, die altbekannte und wohlbekannte Ubisoft-Formel zu überholen. Denn es ist quasi das Spiel, ich habe neulich irgendwo den schönen Begriff gehört, warte mal, ich kriege es zusammen, Collectogeddon, glaube ich. Also es ist das Ubisoft-Spiel, bei dem die Map so voller Collectibles ist, dass es eben einem Armageddon gleicht, wie es kein anderes Spiel hat. Und das fanden halt, so wie ich das mitgekriegt habe, viele ziemlich ätzend. Und hinzu kommt, dass wohl das Schießen, also der Shooter-Teil, auch zu steril ist. Ja, das Setting ist halt das Einzige, was das Spiel so ein bisschen hervorhebt. Denn wann hat man schon mal was im Mittelalter, sag ich schon, in der Urzeit. Ja, und du? Ja, genau, also das hast du wunderbar herausgekitzelt, was ich eigentlich, also was ich jetzt nicht wusste, aber schon, wo ich mich so ein bisschen gesorgt habe. Also Szenario spricht mich halt auch erstmal wieder an, weil was Frisches, aber wenn ich Ubisoft höre, dann wird mir eigentlich immer eher schwummrig, was so seelenloses, offene Welten durchsteifen angeht und irgendwelches Zeug einsammeln und ja. Da hat mich eigentlich bisher, glaube ich, wirklich noch kein Ubisoft-Titel so richtig so weit gebracht, dass ich ein Spiel geliebt habe, sage ich mal jetzt ganz, ganz hohe Messlatte. Aber viele Sachen haben mich auch einfach nur genervt. Und also da gehört auch zum großen Teil schon der eine Vorgänger dazu, nämlich hier das erste große Far Cry, das Far Cry 3. Da habe ich mir Teil 4 auch schon gar nicht mehr angeguckt und Primal wäre jetzt wirklich auch nur noch was wegen diesem Steinzeitgedönsen an sich, also ein bisschen interessant, aber ich glaube, das wird dann eher unter den Tisch fallen hinter all den anderen interessanten Spielen, die es sonst auch noch gibt. Ja, Ubisoft hat ja gerade 30-jähriges Jubiläum, da haben sie ja einige Spiele kostenlos rausgehauen. Gucken wir also in 10 Jahren einfach nochmal. dann ist dann Far Cry Primal wahrscheinlich auch kostenlos. Das altert. Also das wird dann nicht mehr schön sein, nehme ich mal. Ja, das ist die Gefahr daran, das stimmt, ja. So, dann nenne ich mal einen Titel. Ach, den lasse ich mal weg, man muss ja auch nicht alles nehmen. Dann nehme ich mal Superhot. Was? Superhot. 25. Februar. Noch nie gehört. Ach so, aber gesehen habe ich das schon mal, ja. Erzähl. Okay, dann erzähl ich. Also Superhot ist also ein neuartiges Konzept von Shooter, wenn man so sagen will. Wie erkläre ich das denn jetzt? Die Person, die man spielt, hat irgendwie die Fähigkeit, so ein bisschen die Zeit zu manipulieren, beziehungsweise die Zeit bewegt sich nur, wenn man sich selbst bewegt. Also soll heißen, man befindet sich in einem Raum, also ästhetisch ist das Spiel eben so ein bisschen auf die Polygone zurückgebrochen, also es ist wirklich, alles ist weiß und es ist sehr wenig Polygone sind am Start und man wird angegriffen von mehreren Gegnern, die auf einen schießen und nichts passiert. Also man sieht die Gegner, wie sie da stehen und gerade ihre Waffe ziehen wollen, aber nichts passiert und erst wenn man sich einen Schritt zum Beispiel bewegt, bewegen sich die Gegner aus. Das heißt, wenn man stillsteht, kann man sozusagen planen, wie man vorgeht, aber sobald man anfängt, sich zu bewegen, bewegen sich eben die Gegner auch und ja, man muss denen dann die Waffen aus der Hand schlagen und die dann versuchen zu bewerfen, zu erschießen, zu treten, wie auch immer. Und kommt dann, glaube ich, in so einen relativ coolen Rhythmus rein, in so eine Art Flow auch, denke ich mir. Und ist natürlich ein Spiel, was man auch irgendwie so auf Highscore dann spielt, dass man so die Gebiete möglichst cool cleart und mit einer hohen Punktzahl.
Und ja, und gerade vor 2 Wochen, 3 Wochen halt im Dezember ist auch die VR-Version dafür erschienen. Das ist, glaube ich, dann damit sozusagen noch ein logischer Port zu VR, denn es ist ja wirklich so, dass man sich dann auch in der VR-Brille dann da so umgucken kann. Und ja, also kurz gesagt, interessiert mich sehr, ist, glaube ich, also ist jetzt nichts, worauf ich so richtig krass hinfiebere, aber ist zumindest auch so ein bisschen eine neuartige Idee mit diesem. Ich weiß gar nicht, kennst du irgendwelche Spiele, die das schon mal gemacht haben, dass so die Zeit stehen bleibt, bis man sich bewegt? Nö, klingt aber gleichzeitig lustig und lustig wie stylisch eigentlich. Also stelle ich mir auch mit dieser, naja, also es ist jetzt ja nicht ganz Mirror's Edge, ist ja noch reduzierter, aber diese reduzierte Grafik, das sieht irgendwie lustig aus und kann mir gut. Also das gibt bestimmt interessante Slow-Mo-Effekte dann. Ja, genau. Ja, würde ich mir auch angucken. Ja. Next! Ja, sag an. Mein nächster Titel ist vom 8. Februar. Oder ist es Februar? Moment. Ja, nee, März schon. Ich bin schon im März. 8. März. Und es ist Shardlight. Shardlight. Da ist der erste Titel, wo ich passen muss. Das weiß ich jetzt nicht, was es ist. Ja, wurde dir auch schon mal empfohlen. War nicht von mir allerdings. Wurde mal in unserer kleinen Facebook-Gruppe besprochen. Ist ein Adventure. Sagt dir gar nichts. Ach, ist es von diesen Watch It Eye Games oder? Genau, Okay. ja. Ja, interessiert mich. Ja, erzähl du. Ja, also, es sei denn, du hast noch was. Interessiert mich eigentlich deswegen vor allem. Also, ich habe von denen noch nicht viel gespielt. Ich habe mal eins der ganz alten angefangen, das, ja, dessen Namen ich auch nicht mehr weiß. Das war aber so ein Blade Runner-artiges vom Szenario her. Und das fand ich halt, also an sich bin ich mit Point-and-Click-Adventures das irgendwie durch. Die haben mich irgendwie ja, mal früher sehr begeistert als Jugendlicher, weil das irgendwie so ein, ja, das war mein erstes quasi Ersatz-Open-World-Feeling, was ich da hatte, als ich da auf dem Amiga das erste Mal Monkey Island gespielt habe. Und irgendwie, na gut, mittlerweile gibt es da deutlich spannendere Sachen. Was mir aber an denen gefällt, ist, die bedienen einerseits so dieses nostalgische Gefühl, weil die schon so optisch stark so designt sind wie die alten LucasArts-Geschichten, auch ähnlich liebevoll, finde ich, aber trotzdem mit so einem leichten Grafik-Upgrade auf der Pixel-Grafik. Und was mir dann aber gefällt, ist, das ist halt nicht dieser Unhumor und ist auch nicht irgendwie für Jugendliche, sondern es sind echt relativ ernste Stories. Jedenfalls habe ich so ein bisschen den Eindruck, und so war auch dieses Cyberpunk-Adventure, was ich da gespielt habe, so dass ich da das, ja, da echt Interesse habe, einfach vielleicht ein paar nette Geschichten mir auf die Art nochmal anzugucken und dem Genre nochmal eine Chance zu geben. Und das ist halt eins von mehreren, die da in der Pipeline noch warten, ja, und natürlich so von der Präsentation her ist das nichts, was irgendwie dringend ist. Das was muss man Lust haben, mal ein ruhiges Spiel einzuschieben. Habe ich nicht so oft. Mal gucken, ob das nächstes Jahr das oder ein anderes sein wird. Mal sehen. Also, bei mir ist so ein bisschen das Problem mit Point-and-Click-Adventuren. Ja, die sind halt so spielerisch irgendwie, so, also was das Gameplay angeht, bin ich damit so ziemlich, habe ich keine Lust mehr so richtig drauf. Ich habe zwar ehrlich gesagt auch nie so viel gespielt in der Vergangenheit, deswegen ist das Genre sowieso nicht eins meiner Highlights, aber ich finde mittlerweile, wo ich noch eine gute Daseinsberechtigung sehe, ist eben auf Mobile-Geräten für die Dinger, weil ich finde, dass die Touch-Steuerung halt eher perfekt funktioniert. Also ich habe The Inner World gespielt auf Mobile, das ist halt auch Point-and-Click-Adventure. Es hat mir sogar echt viel Spaß gemacht. Ich habe es nicht durchgespielt, aber oder noch nicht. Ich kann es ja theoretisch noch durchspielen. Ich finde, auf Touch funktioniert es noch ganz gut. Ich weiß nicht, weißt du, ob es die Watch It Eye-Spiele auch auf Mobile gibt? Ja, ich habe halt dieses Cyberpunk-Ding, dessen Namen ich immer noch suche, das habe ich halt auch auf Touch gespielt. Muss aber sagen, dass ich das ehrlich gesagt gar nicht so angenehm fand. Also jedenfalls nicht auf dem Handy, weil die ja doch so kleinteilig sind, dass mir das irgendwie auf den Keks ging. Also es war, ich habe immer gedacht, ach, Point and Click wäre ja eigentlich ideal, um das mal auf dem Touchscreen zu spielen. Aber so
so ganz ideal hat sich dann für mich dann nicht angefühlt. Okay, also bei Inner World war das irgendwie sehr gut gelöst. Kann natürlich sein, dass das muss wahrscheinlich auch dann doch immer ein bisschen angepasst werden für Mobile. Weiß ich nicht, aber ich bin ja jetzt seit Weihnachten sogar stolzer Besitzer eines Tabletts und kann mir vorstellen, dass dann auf so einem größeren Display man vielleicht dann damit noch besser sogar klarkommt. Also weil ich finde, ich finde es sehr, wie sagt man, organisch eigentlich passend, dass man so Point and Click wirklich mit dem Finger spielt. Ja, also ich meine, vom Namen her ja schon. Ja, nee, klingt ja auch total, dachte ich auch immer. Also vielleicht lag es auch nur an meinem Titel. Also ich, genau, also wenn ich das irgendwie mal, ich habe gerade mal im Store geguckt, das gibt es wohl, zumindest bei Android noch nicht, aber sollte es da mal so ein Mobile Release geben, wenn ich mir so ein Point-and-Click-Spiel nochmal angucken würde, dann auf Mobile, auf dem Rechner leider nicht. So, dann hau ich den nächsten Titel raus. Ja, ich finde, wir dürfen den nicht übergehen. Stardew Valley. 26. Januar. Johannes. Ja, seit gestern weiß ich auch, was das ist. Also ich, irgendwie, das sieht aus wie, weiß ich, eine Mischung aus Minecraft und Harvest Moon. Harvest Moon wäre ungefähr mir das letzte, die hinterletzte Ecke der hinterletzten Konsole, die ich mir je zulegen würde. Also interessiert mich überhaupt nicht. Und gut, diesen Minecraft-Aspekt, den es ja inzwischen in allen möglichen reduzierten Formen von 2D jetzt zu so halb 3D ISO-Grafik auch schon länger gibt. Ja, also irgendwie denke ich immer, müsste mir gefallen. Aber so richtig, also nicht mal, wir haben es ja selber, ich habe ja mit dir Minecraft gespielt, würde ich auch immer noch ein bisschen spielen, aber dass mich das jetzt sofort da die totale Sucht gepackt hätte und die Wahnsinnsbegeisterung, kann man nicht sagen. Es ist mir einfach ein bisschen zu viel Freiheit, zu viel rumgebastelt, zu viel Lego und zu wenig irgendwie Progress in irgendeiner Form, der also irgendwie ein wahrscheinlich fehltes Level und Looten. Mir reicht es nicht, einfach irgendwas zu produzieren. Keine Ahnung. Na, deswegen wahrscheinlich nichts für mich. Es ist so, ich glaube, man braucht gar nicht sagen, eine Mischung zwischen Harvest Moon und Minecraft, sondern man kann einfach sagen Harvest Moon. Denn so wie ich das verstanden habe, ist das wirklich in der Tradition der Harvest Moon Spiele, von denen es eben auf PC ja sowieso noch nie einen Ableger gab, soweit ich weiß. Es gibt, glaube ich, sogar noch aktuelle Harvest Moon Spiele auf dem 3DS. Ab und zu begegnen die mir mal im Nintendo Store da. Aber die sind, glaube ich, mittlerweile auch eher auf so Beziehungskisten ausgelegt. Kann, glaube ich, bei Stardew Valley auch heiraten und so weiter. Aber der Hauptaspekt von Stardew Valley ist wohl noch das Farming, also das sprichwörtliche oder buchstäbliche Farming. Ein Feld bewirtschaften und Tiere und so weiter. Ich habe halt... Also es ist bei dem Spiel, es ist ganz einfach. Es würde mir einen Riesenspaß machen und es würde mir aber unglaublich viel Zeit fressen. Und deswegen, ich würde es gern spielen, denn es war ja wirklich im letzten Jahr der Steam-Hit. Ich glaube, 2 Monate lang Platz 1 in den Steam-Charts oder so, völlig aus dem Nichts. Ich glaube, auch ein Entwickler oder so, 15 Euro halt, hat sich jeder gekauft. Auch irgendwie, warum ist, was entfaltet da jetzt den Reiz? Das verstehe ich immer noch nicht. Was ist das, was die Leute hookt? Es ist dieses, wahrscheinlich dieses Zugucken, wie dein Bauernhof halt wächst und gedeiht. Ja? Und natürlich ist das Spiel, es hat natürlich noch viel mehr Aspekte. Es gibt auch Dungeons in dem Spiel, die du erkunden kannst. Es gibt auch ein Kampfsystem und so. Aber es ist, glaube ich, in der Hauptsache wirklich dieses, allein schon der Aufhänger ist ja ganz niedlich. Du bist halt ein in einer Großstadt, ja, in einer dicken Großstadt sitzt du in deinem Büro, in diesen, wie heißen diese Büros, ja, mit den Trennwänden, ja, in so einem üblichen Cubicle. Cubicles, genau, in deinem Cubicle sitzt du drin und holst aus deiner Schublade so einen Brief, da steht halt drauf, ist so ein Brief von deinem Opa, der ist halt gerade gestorben und da steht drin, mein Enkelsohn, ich vererbe dir meine Farm
flüchte aus der Großstadt, mach was draus, so ungefähr. Und ja, dann gehst du halt da auf deine Farm und fängst an, vom Boden, vom Grund auf was Neues zu schaffen, lernst die Leute im Dorf kennen. Also, ich glaube einfach, also ich weiß, dass es mir unglaublich Spaß machen würde, diese Welt zu entdecken, die Leute da kennenzulernen, was aufzubauen, Farm und so. Das ist, ja, also es trifft, glaube ich, einfach den Nerv der heutigen Zeit, dieser schnelllebigen Scheißzeit, die wir haben, dass die Okay. Leute einfach mal auf den Bauernhof flüchten wollen, einfach mal ihren Boden beim Wachsen zugucken wollen und irgendwie diese Interaktion mit den 20 Dorfbewohnern mal haben wollen und nicht mit den 2 Millionen anderen Menschen, die sie sehen, wenn sie aus dem Fenster gucken. Da flüchte ich lieber nach Skyrim. Ja, also genau, also es ist, ja, das ist wahrscheinlich, vielleicht dann nichts für dich und für mich ist es was, aber es ist zu gruselig, dass das einfach so viel Zeit wegfrisst. Insofern, Die ein bisschen alten hast du auch traurig. nicht gespielt, diese Harvest Moons. Nee, habe ich nie gemacht, ne. Aber ich kenne es ja auch von bei Minecraft zum Beispiel hat es mir auch Spaß gemacht, Kürbisse anzubauen oder Apfelbäume oder weiß der Kuckuck, ja. Also, Ach, ich muss das aber mal angucken. Insofern ist es, glaube ich, ein ganz tolles Spiel. Wie gesagt, ein Entwickler, 15 € und toll. Mittlerweile natürlich Millionär, aber sei ihm gegönnt. ja. So, Johannes, du darfst. 15. März. Ich weiß gar nicht, ich hoffe, das ist das Release-Datum Salt and Sanctuary. Ah ja, sehr gut. Das hätte ich auch genannt. Habe ich jetzt auch noch mal Positives gehört, so in einigen Jahresend-Podcasts, ist im Prinzip Dark Souls in 2D. Ja. Mit hübscher, blutiger Comic-Grafik. Eigentlich so ein bisschen Darkest Dungeon, so, oder? So vom Ja, Aussehen da. her. Ach so, ja, aber Gameplay muss ja dann doch ganz anders Der sein. Gameplay ist ganz anders, aber ich meine jetzt so ein bisschen so Setting, also so ein bisschen dieses düstere Side-Scrolling-mäßig halt. Ja, sieht irgendwie melancholischer aus und weniger comichaft als Darkest Dungeon. Aber so, ja, grundsätzlich düster. Düster ist aber ja eh jedes zweite Spiel eigentlich, muss man ja mal so sagen. Na. Ja. Nö, also ich, für mich ist es zweimal so ein bisschen risky. Plattformer komme ich irgendwie oft gar nicht so ran oder kann ich nicht aufraffen auf den Kampf. Und das bei dem natürlich eigentlich noch verschärft, dadurch, dass das ja wieder so ein, wahrscheinlich so ein Souls-Elend ist mit ordentlich Schwierigkeitsgrad und viel Sterben. Na. Aber so spricht mir jetzt erstmal an. Und was da total spricht, also jetzt von der Optik einfach, wäre das auch ein super schickes Spiel für die Vita. Das Problem ist dann natürlich dann wieder, ob ich es nächstes Jahr spiele. Ob ich überhaupt mal mit meiner Vita spiele, das steht dann halt in den Sternen. Das passiert eigentlich eher selten. Aber es sieht gut aus. Ansonsten eben Couch-Koop, ne? Super Spiel dafür, glaube ich. Ach, es hat einen Koop. Ja, ein Couch-Koop hat's, und der ist, glaube ich, echt unterhaltsam. Also, wenn man da zu zweit durchläuft, ich denke, ist schon ein Also. Heidenspaß. Ja, das stimmt, deswegen hatte ich mir das auch mal gemerkt. Und das ist dann die ganz normale Kampagne oder ist das wieder zu Ja, eigenes? ne, ist die Ja, ganz normale Kampagne. ja gut, ne, dann. Warum sie die jetzt nicht online gemacht haben, weiß ich zwar auch nicht, aber. Dann ist das natürlich gesetzt für ein Ja. schönes Koop-Spiel. Das würde ich dann auf keinen Fall alleine spielen. Das. Also genau, jetzt fällt es noch wieder ein, das hatte ich nämlich schon mal gesehen. Ja, nee, gute Idee. So, dann mache ich jetzt ein paar größere Schritte zum 31. März. Na nun. Na nü, ja, zwischendurch habe ich nicht so viel gesehen. Vielleicht hast du da noch was, aber ich bin bei Hyperlight Drifter. Was sagt ihr die? Ja. Sagt ihr das was? Nee. Okay, pass auf, das ist so ein bisschen eine Mischung aus, ich würde sagen, Zelda und Titan Souls vielleicht. Mit dem Unterschied, dass es also im Gegensatz zu Titan Souls, glaube ich, nicht nur Bosskämpfe sind, sondern auch normale Gegner, aber es ist halt auch so ein bisschen, du wirst es.
Top-Down-Look. Du wirst so ein bisschen in die Welt reingeworfen, hast verschiedene Wege am Anfang, die du gehen kannst. Und es ist sehr skillbasiert, also relativ hoher Schwierigkeitsgrad. Und hat ein relativ ausgeklügeltes Kampfsystem, hauptsächlich halt so ein Dash-System, wo du halt hin und her dashst und versuchst halt, ich weiß gar nicht, ich glaube Bullet-Hell-Elemente hat es jetzt nicht, aber es ist eben so, dass du schon sehr gut in diesem Kampf, das Kampfsystem gemeistert haben musst, damit du da die Gegner ja, besiegen kannst. Auch, und optisch ist es relativ so buntig, so ein bisschen abgefahren halt, wie der Titel schon sagt. Hyperlight. Ja. Aber ich habe mega viel Lust drauf, auf jeden Fall. Weil ich arbeite mich ja gerne an diesen steuerungsintensiven Titeln ab und zu jedenfalls. Ja. Auf meiner Wishlist ist es. Ist wahrscheinlich drauf, weil ich dir irgendwann mal hinterher gefolgt bin und das irgendwie gut aussah. Schöne Pixel-Grafik, die einem irgendwie schöne nostalgische Gefühle entlockt. Und der Sebo aus unserer Gruppe, der spielt sogar schon, der hat sich im Sale gekauft und das werden wir bestimmt demnächst mal was lesen von ihm, vielleicht. Mal sehen. Ja, klingt nett, klingt aber wie was halt einfach, wo ich jetzt auch nicht 10 Euro ausgeben würde für, weil die Chance, dass es mir dann doch nicht gefällt, relativ hoch ist, aber das ist, kann durchaus zünden, ist aber jetzt kein Selbstgänger. Gut. Dann darfst du wieder was wählen. Auch noch im März, Day of the Tentacle Remastered. Day of the Tentacle Remastered. Ja, kann ich dazu sagen, dass ich das nicht gespielt habe. Ich habe nur Maniac Mansion gespielt, den Nachfolger quasi. Nee, den Vorgänger meinst du. Richtig. Ja. 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 Aber, ja, ob ich glaube, ich meine, ich weiß gar nicht, wie das Remaster jetzt gelungen ist, optisch. Das spricht mich jetzt irgendwie nicht sonderlich an oder so. Und da ich sieht eigentlich genauso aus, das ist das Absurde, finde ich. Okay. Ja, da ich halt keine nostalgischen Gefühle damit verbinde, werde ich da wohl eher passen. Ja, ich schwank da irgendwie. Also an sich könnte ich alle klassischen LucasArts Adventure nochmal Revue passieren lassen. Dauert ja auch nicht so lang, wenn man die dann irgendwann schon mal gespielt hat als Jugendlicher. Und bin da auch einfach neugierig, wie die Sachen auffrischen. Beim ersten Monkey Island haben sie es ja eher nicht so super toll hinbekommen, beim zweiten ein bisschen besser. Aber bei dem ist es tatsächlich auch so, dass wenn man da auf die Screenshots guckt, das Gefühl hat, das ist das alte Spiel ohne Pixel. Also irgendwie mit glatten Kanten, höhere Auflösung, aber optisch sieht es eigentlich genauso aus. Was natürlich daran liegt, dass das auch damals schon super aussah und einfach ein Hammer-Spiel war. Ja, ich lacht mich jetzt gerade wieder so an, dass es für die PS Vita erschienen ist. Das ist wieder sowas, was ich absurderweise nie auf der Vita spielen könnte. Und ansonsten wahrscheinlich gar nicht auf die Idee komme. Mal sehen. Ja. Ja, okay. Mal sehen, was wir zu vielen Titeln hier sagen werden. Ich bin am 5. März, was ist das? 5. April vielmehr. Quantum Break. Ja, sagt mir dunkel was. Ist doch dieser Titel, Xbox One-Titel, der sonst eigentlich hauptsächlich im Windows Store erschienen ist. Und ist das von den Leuten, die Heavy Rain und so gemacht haben? Nee, aber so ähnlich ist es, ne? Ich weiß es ist von Remedy, also den Leuten, die Alan Wake gemacht haben. Ach, das war's. Ja, ich habe nur gesehen, dass das so, also ich habe jetzt vermutet von dem, was ich gehört habe, dass das also trotzdem so ein sehr storylastiges Adventure ist. Also mehr Story als Rätsel und also schon in die Richtung wie diese Heavy Rain Two Souls Geschichten, so sah es für mich bisher aus. Und dann mit relativ prominenter Besetzung auch, also mit richtigen Schauspielern, die zumindest ein bisschen Pate gestanden haben, die auch ganz cool sind und so als ja, wenn so Film und Spiel nah beieinander sind und was Gutes liefern, dann bin ich da ja auch immer neugierig,
Kann ich mir also sehr gut vorstellen, dass ich das spiele, aber eher so im Sale dann mal irgendwann, wenn es günstig ist. Und ob das schon nächstes Jahr der Fall sein wird, eher nicht. Genau, also du hast recht damit, dass es eben mit Schauspielern ist. Da spielt der Dominic Monaghan die größte Rolle, glaube ich, den man aus Lost und Herr der Ringe kennt. Du hast aber ein bisschen falsch auf dem Schirm. Es ist kein Adventure im Heavy Rain Style, sondern es ist ein relativ straighter Third-Person-Shooter. Trotzdem storylastig, aber mit so einer Zeitbeeinflussungsmechanik. Eigentlich wurde wenig kritisiert daran. Das Einzige, was kritisiert wurde, ist, dass es halt wie eine Serie aufgebaut ist und man sich deswegen irgendwie 100 GB an Filmen runterladen muss, während man spielt. Aber gut. Ansonsten ist es halt spielerisch, soll es halt ein gutes Niveau haben, soll keine Bäume einreißen, aber durchaus bis zum Schluss unterhalten, soweit ich gehört habe. Deswegen absolut auch ein Spiel, auf das ich große Lust habe, ist auch dann mehrere Monate später, ich glaube ein halbes Jahr später, bei Steam erschienen. Da hat dann Microsoft gemerkt, na, irgendwie kauft es ja keiner in unserem Store, dann hauen wir es mal auf Steam raus. Und ja, insofern noch ein zusätzlicher Aspekt, weswegen der Kauf dann nochmal erleichtert wird. Quantum Break auf jeden Fall, viel Lust drauf. Jo. Gut, mein nächster Titel ist dann auch schon im April, aber noch vor Quantum Break. 1979, Revolution Black Friday. Was? Wirklich? Ich habe keine Ahnung. Erzähl mal, was ist das? Das ist so ein Adventure-Drama. Das ist wieder ein bisschen. Das ist auch wieder so ein Szenario-Ding. Das ist halt wieder ein Spiel mit einem ernsten historischen Setting, wo man sich denkt, boah, das ist doch mal mutig, wer soll sich das denn kaufen? Das interessiert doch wieder keine Sau. Da geht es um die persisch-iranische Revolution. Und deswegen alleine würde ich da schon reingucken wollen in das Ding. Mal gucken, wie das ist. Bin ich spannend. Hat jetzt nicht die besten Reviews, aber da bin ich dann, glaube ich, gnädig, wenn es halbwegs spannend erzählt ist. Mal gucken. Okay, ja, klingt interessant. Das ist zumindest auch ein Teil der Geschichte, der mir noch nie so richtig nahegebracht wurde. Insofern, ja, habe ich es mal im Hinterkopf. Gibt sogar eine Demo, sehe ich gerade auf Steam. Kann man auch so mal reingucken. Da sollte es eh eigentlich immer geben. Das ist ein Pest, dass das nicht gibt. Allein schon bei den, also für die großen Titel, dass man überhaupt mal gucken kann, ob das Spiel läuft. Ich glaube, es kommt aber so langsam zurück, ne? Also man sieht immer mehr Demos. Dieses Jahr, letztes Jahr dann ja sogar Doom mit einer Demo am Start gewesen und so. Also auch große AAA-Titel probieren das jetzt. Insofern kann man hoffen, dass das wieder ein bisschen mehr, wie sagt man, Einzug findet. Allein schon, weil man ja bei Steam jetzt die Spiele eh zurückgeben kann. Da haben sie auch nicht mehr das Argument, na, wir machen lieber keine Demo, denn wenn sie es gekauft haben, können sie es nicht mehr zurückgeben. Jetzt können sie eben sagen, naja gut, die können es ja eh zurückgeben, dann können wir gerade auch eine Demo machen, dann kaufen es vielleicht mehr Leute, denen es gefällt. Ja, wäre auf jeden Fall, würde ich auch begrüßen. Gut, dann gehe ich mal weiter. Das nehme ich da mal. Gehe jetzt so über ein paar Titel hinweg. Ich kann sie ja mal nennen, kurz wenigstens. Ich gehe mal hinweg über Everybody's Gone to the Rapture. Ist halt, kann man nicht so viel zu sagen. Ich habe was dazu sagen will. Wollen wir es besprechen kurz? Na gut, dann nehme ich Everybody's Gone to the Rapture. Johannes, sag was. Ja, dazu. Ich hab's schon, war der freundliche Mensch, der sich mir Zugang zu seinem PSN-Account gegeben hat, sich das schon gekauft hat und enttäuscht wieder in die Ecke geschmissen hat, in die digitale. Ich weiß drüber, dass es ein Walking-Simulator ist, in dem überdurchschnittlich wenig passiert, was mich jetzt aber per se nicht unbedingt abschreckt. Also mir hat ja die Urmutter Dear Esther auch schon gefallen und
wenn es jetzt nicht Stunden dauert, sondern eher so zwei oder so, dann finde ich es auch mal nett, durch so eine Welt zu laufen. Gerade auch jetzt zuletzt nach, ja, habe ich ja hier, was du auch gespielt hast, das Ethan Carter gespielt. Das hätte mir, glaube ich, auch gefallen, wenn es da keine Rätsel gegeben hätte, sondern nur irgendwelche Storyfetzen. Und deswegen kann ich mir das ganz gut vorstellen, das mal zu spielen. Irgendwann in einer ruhigen Minute. Ja, geht mir auch so. Walking-Simulatoren ist total angenehm. Besonders, wenn sie dann noch schön aussehen oder zumindest einen eigenen Artstyle haben. Ich habe gerade zu Weihnachten geschenkt bekommen, dieses Homesick auf Steam. Das habe ich jetzt schon mal reingeguckt. Und da merke ich halt auch, dass es macht mir halt total Spaß, einfach mal durch so eine Welt zu laufen. Ist halt dann auch meist, also was heißt meist, diese Dinger sind ja immer in einer First-Person-Perspektive, sodass man da auch gefühlt wesentlich mehr eintauchen kann. Und Everybody's Gone to the Rapture, ehrlich gesagt, vom Thema her sogar nochmal extra interessant für mich, mit diesem irgendwie Giftgasangriff, was ich gehört habe, oder Bombenangriff und alle sterben oder so und du redest dann mit den Geistern, bevor sie sterben, aber keine Ahnung, jedenfalls irgendein Bomben- oder Giftgasangriff, irgendwie sehr destruktives Thema, ist dann irgendwie nochmal ganz interessant, wie das da verarbeitet ist. Ja. Ich muss irgendwie immer an Bioshock denken, geht nicht anders. Ich denke immer, ja, die sind jetzt alle unter Wasser, sind alle in Rapture. Ja. So, du bist dran. Achso, ich bin schon. Stimmt, das war ja quasi deiner. Ja, dann gibt es natürlich kein Drumherumkommen um Dark Souls 3. Bitteschön. Ja, naja, gut. Ich sag da nicht viel zu, außer dass es für mich der beste Serienteil ist. Wobei ich natürlich Bloodborne nicht gespielt habe, aber so wie ich es verstehe, ist Bloodborne auch so ein bisschen auf was anderes, ehrlich gesagt. Also soll. Allein das Kampfsystem unterscheidet sich halt doch so ein bisschen, ne, mit dem etwas, naja, ach, eigentlich ist es doch nicht so anders, aber irgendwie von wegen ist halt, Bloodborne ist halt so ein bisschen einfacher, weil das Kampfsystem einen eben zwingt, dass es ein bisschen einfacher sein muss. Also man kann eben mehr Treffer und so einstecken, aber ist eigentlich auch nicht der Hauptaspekt an den Souls-Spielen. Ich würde schon Bloodborne trotzdem gerne auch spielen, aber Dark Souls 3 jedenfalls ist großartig, fand ich. Ist halt endlich auch, fühlt sich halt auch endlich so ein bisschen wie ein AAA-Titel an, auch von der Technik her. Ja, also zumindest auf dem PC gab es halt nichts, wo man irgendwie gesagt hätte, da ist noch irgendwas störrisch oder so. Insofern fällt da auch der letzte Aspekt der Zugänglichkeit eigentlich weg. Also der fehlenden Zugänglichkeit, ja. Und da du ja sowieso der schon... Die spielerische Zugänglichkeit dürfte ja immer noch... Naja, genau, der technischen. Sein. Ja, der spielerisch ist es natürlich, ist es kein Walking-Simulator, ja. Das stimmt. Ja. Nee, ein Sterbesimulator ist es. Genau, ein Dying-Simulator, sehr gut. Ja, aber würde ich mich natürlich freuen, wenn du das dir auch mal anguckst, denn du hast ja bisher nur Teil 2 gespielt und damit ausgerechnet den schlechtesten Teil der Trilogie. Und da wünsche ich mir natürlich auch für dich, dass du da noch ein Stück was Besseres kennenlernst. Und man kann getrost, wenn man die Wahl hat zwischen Teil 1 und Teil 3, kann man also getrost Teil 3 wählen, finde ich. Denn, also für mich persönlich ist der sogar besser als Teil 1. Ja, werde ich nicht machen. Also ich finde die Spiele insgesamt zu nice, um da irgendeinen Teil auszulassen. Und da werde ich garantiert den ersten noch vorher spielen. Den zweiten habe ich auch nur deswegen damals gespielt, weil das halt dann so ein nettes Gruppenerlebnis drumherum gab. Sonst hätte ich das auch nicht gemacht. Und ich mache mir ein bisschen Sorge, jetzt so nach Bloodborne, das mir echt super gefallen hat mit diesem etwas schnelleren Spielprinzip, was übrigens auch wirklich, also ich fand es nicht leichter, ich fand es tatsächlich eher genau gleich schwer. Nur eben anders, weil man eben das Schild nicht mehr hat und dafür viel durch die Gegend hopfen muss und viel countern muss und so. Aber so im Nachhinein hat mir das, glaube ich, sogar mehr gefallen, dieses agile Spielen, und fand das eigentlich irgendwie sehr nett. Ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt so ohne weiteres wieder von zurückfinde. Aber naja, wahrscheinlich schon. Also, ja. Aber das, wie gesagt, also Dark Souls 3, das steht nächstes Jahr ganz sicher nicht auf dem Plan. Da
kommt mir mindestens Witcher 3 in die Quere und der Rest von Skyrim und ja, und wie gesagt, also Dark Souls 1 möchte ich mir eigentlich nicht kaputt machen, indem ich das dann als dann nicht mehr spielen kann, weil es einfach zu alt ist. Also bestimmte Sachen, also selbst die meisten harten Fans holen sich jetzt ja auch kein Demon's Souls mehr und schauen sich das noch an, weil es gealtert ist ohne Ende. Deswegen werde ich da. Also ich glaube schon, ich werde es spielen, aber zu seiner Zeit. Ja, Teil 1 kann man ja mittlerweile auch irgendwie mit Mods und so sehr ansehnlich gestalten, sodass es nicht ganz so alt wirkt. Ja, Johannes, wir reden jetzt schon über eine Stunde und deswegen würde ich mal vorschlagen, dass aus dieser ganzen Sache eine mehrteilige Angelegenheit wird und wir mal Teil 1 hier an der Stelle beenden. Außerdem ein gutes Ende mit Dark Souls 3 gefunden ist. Und dann hören wir uns in der Fortsetzung dieser Aufnahme wieder. Bis dann, Johannes. Tschüss.